Ich will Minecraft spielen. Ich will Minecraft spielen. Oh ja. Nein, ich bin zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Oh, ich bin zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Ja. Ja, ganz genau. Ich habe ja die Kettensäge dreimal so falsch angemacht. Also da gibt es so einen Hebel. Das war jetzt also mit Absicht, konnte man das dann sagen, hey, geh nicht an, Kettensäge. Und dann habe ich es ja einmal richtig angemacht, gell? Und im Video seht ihr ja nur die kurze Frequenz. Das war ja mindestens 10-mal so lang. Ich bin ja kilometerweit gelaufen, weil der Dimo und ich wussten nicht, wie viel Frequenz wird benötigt und so von der ganzen Aktion. Und dann muss ich sagen, haben wir das gemacht und ich fand die ganze Zeit... Das Gute war ja, ich hatte ja so eine Maske auf, ne? Mir war das ja eigentlich egal. Das Problem war nur, ich hatte Angst vor den Bullen. Aber wenn die gekommen wären, wie hätte ich denen erklärt, hey, tut mir leid, dass ich gerade mit der Kettensäge auf der Straße stehe. Ich habe nichts Böses vor und ich bin auch gesund im Kopf. Naja, das hätte man dann diesem guten Mann auch irgendwie erklären können oder müssen oder sollen. Und das war eigentlich meine einzige Befürchtung. Ansonsten waren da keine Leute da, weil es ja so spät war. Es war eigentlich richtig, richtig gut. Ich bin einfach gefahren mit dem Auto und mit den Jungs hinten drin. Und dann haben wir einfach geguckt, geguckt, geguckt. Da, wo am wenigsten Leute sind. Oh, da kommt wieder was raus. Oh nein, oh nein, oh nein. Habe ich es geschafft? Ja, klar habe ich es geschafft. Genau. Das war eigentlich die einzige Aktion. Und die Leute, der eine Mann hat zwar geguckt, aber der hat das ja nicht gecheckt, dass ich jetzt eine Kettensäge habe und dass sie gleich angeht, ne? Und ansonsten war das alles easy going. Easy going. Easy going auf Compucto. Genau. Das war's schon. Das war schon alles zu dem Thema The Last Game Kettensägen Massaker mit Fabi alias Gamblerplay. So, hallo? Haben wir so wenig Holz abgerippt? Ja, gell? Naja, aber war auf jeden Fall eine gute Aktion. So, mit dem Holz meine ich, nicht mit dem Abrippen. So, lass uns mal ein bisschen Holz abholen. In dem Weg dorthin werde ich uns einen zweiten Kommentar. Wer bügelt den Scheiß? Nee. Wer bügelt denn deine Sachen? Ja, von Fala. Von F-A-L-A. Fala, deine Frage kann ich ganz leicht beantworten. Meine Sachen, wer soll sie denn bügeln, außer ich selber? Keine Ahnung, wer das bügeln soll. Aber ich muss sagen, ich gehe eine Sekunde schlafen. Und wenn ich geschlafen bin, dann kommen keine Monster. Meine Sachen bügel ich natürlich selber. Oh, too many rest. Ah, der Monster. Der was? Aha, Monster. Guten Morgen. So, wer soll die denn schon bügeln? Ich bügel die natürlich selber. Und man muss sagen, mit der Zeit... Oh, Monster, wo seid ihr? Oh. Oh. Was war das? Was war das? Was war das? Hey, geil, oder? Mit der Zeit lernt man ein paar Tricks beim Wäsche aufhängen und beim Wäsche waschen, wie man das am besten macht, damit man nicht so viel bügeln muss. Also die T-Shirts und so bügel ich ja gar nicht, ne? Genauso wie Jeans. Wenn man Jeans gut wäscht, beziehungsweise gut... Oh, du Arschloch! Haha, Fabi, das sagt man nicht. Aber bei dem schon, oder? Man hat ihn nicht gesehen. Der hat sich versteckt im Dunkeln. Ich habe ihn angeschaut und habe ihn nicht gesehen, Mann. Ich habe mich voll erschrocken. Normalerweise würde ich ja schreien, ne? Aber nee. Ich habe jetzt gedacht, komm, dem sagst du mal deine Meinung, ne? Dem blöden. Oh nein! 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 Was ist da für eine Familie Creeper oder was? Habt ihr eigentlich einen Arsch offen, ey? Was geht denn bei euch für einen fucking Film? Da ist doch bestimmt noch einer. Oh Mann. Hallo? Oh. Mann. Ich hab grad gesagt. Nur weil ich zu dem Arsch gesagt habe, kam noch ein Creeper, ohne Witz. Ich hab Arschloch gesagt, er ist so richtig böse. Tut mir leid. So. Oh Mann, fuck it up. Ah, ich wollte das nicht machen. Ja. So. Klatsch alles rein, Fabi. Gut. Der Berg sieht aus wieder wie ein Berg. Ja, wunderschön, wunderschön. Früher sah der nicht so gut aus. Oh, ich habe keine Erde mehr. So. Passt schon, oder? Erde ist hier. Erde ist hier. Oh, der Creeper macht mich fertig. Der Creeper hat mich gerade fertig gemacht. So. Oh, wo waren wir denn stehen geblieben? Bei dem größten Baum der Welt? So kommt es mir gerade vor.
Ich weiß nicht, warum der nicht kaputt geht. Aha, ein Ast. Ein Ast. Hier ist ein... Ah, da ist der Rest vom Baum. Ne, auch nur Ast. Ah, doch, da. Immer noch Ast. Ah. Ich verstehe, ich verstehe. Wabadabo. So, der kann jetzt runterfallen, ne? Der auch und der auch und der. Auch und den werden wir jetzt killen. Wenn da einer wäre. Hallo? Boah, ist ja ein Riesenbaum hier. Na, na. Boah, so viel dazu, zu dieser Sache mit dem Bügel, ne? Fand ich lustig, weil... jetzt, wenn ich Urlaub mache bei meiner Mom, gehe und bei meinem Bruder, schiebe ich Paras, weil meine Mom jetzt wieder alles bügelt. Wenn ich bei meinem Bruder penne. Und ich komme damit gar nicht klar, weil die macht das ganz anders wie ich und so. Also die macht das besser wie ich, aber damit komme ich nicht klar, weil sie es besser macht wie ich. Aber naja, so viel dazu. So, und ja, Action, Action. Wo waren wir denn geschehen geblieben? Oh, achso, wer bügelt seine Sachen von Falla? Hey Fabi, was haben die Leute gedacht, als du für The Dusk... Oh. Die Farbenbrücke schaut nur von außen toll aus, aber drin sieht also einige... Ah, das war ja ein alter Kommentar. Nee, oder? Ah, verstehe ich jetzt nicht. Boah, bin nicht verstanden. Okay, lass uns ganz kurz diesen ganzen Schmarrn fertig machen, weil ich glaube, die Kommentare sind alle fertig. Ich glaube, das ist Seite 2 oder Seite uralt. Naja, so viel dazu. Ich gehe jetzt rein und gehe mal kurz zu meiner Crafting-Boxer. Hier habe ich eine Boxer. Da kommt meine Holz rein. Hier ist meine Holz. Da ist meine Holz andere. So, lass uns das mal verarbeiten. Und dann ist gut, ne? Dann machen wir Feierabend für heute. Wahrscheinlich, hoffentlich. Gegebenenfalls auch nicht, ne? Man weiß ja nie, was kommt. Lauf, Forest, lauf. Ah, ich trinke Kamillentee. Kamillentee. Aber der ist schon kalt. Das heißt, es ist jetzt Eistee. Ohne Zucker. Sehr zu empfehlen. Ich versuche gerade meinen Bruder auch zu manipulieren und ihm zu sagen, dass er kein Tee mehr mit Zucker trinken soll, weil das ist echt nur Gewohnheitssache. Ohne Witz. Früher hat man dann gesagt zu Oma und zum Opa oder zur Mama, nein, ich will keinen Tee. Also ich will schon Tee, aber mit Zucker und so. Aber wo kommt denn da das Wasser rein? Ja, ich glaub's ja. Jetzt steht das Wasser da? Ja, geil. Ja, geile Scheiße, Alter. So, genau, weil man das nicht durfte, weil man nicht mehr Zucker reinmachen durfte, so ist es zu mir, hat man immer gewollt, Zucker zu trinken. Aber wenn man dann irgendwann darf, so wie bei mir jetzt, dann will man gar nicht mehr. Ne? Also ich will keinen Zucker mehr in meinem Tee. Der muss nur gut sein, der Tee. Dann bin ich schon glücklich. So, warum ist es hier so dunkel? Das schickt mich übertrieben. So, lass uns mal kurz die Wand fertig machen. Dann ist, glaube ich, unser Holz auch schon weg und wir machen Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Ja, wisst ihr, warum ich Feierabend sage? Weil ich mich gerade ein bisschen... Mir kommt es ein bisschen vor, als würde ich hier einer von den sieben Zwergen hier sein, ne? Der im Untergrund ein bisschen Bauarbeiten durchführt, so, ne? Versteht ihr, was ich meine? Ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst alles. Boah. Hier geht's voll ab. Aber die Diamantenspitzhacke, die hat sich echt übertriebenst gelohnt, muss ich sagen. Nur, dass ich nicht mehr so viele Diamanten habe, ist ein bisschen blöd. Aber naja. Dazu würde ich sagen, kommen wir ein anderes Mal. Weil ich habe schon einen guten Plan ausgekügelt, wie wir eventuell gegebenenfalls Diamanten bekommen werden. Einen übelsten Plan. Deswegen lasst uns das beim nächsten Mal besprechen. Und lasst uns jetzt mit Eisen... Erde und natürlich den Gravel alias Scheißzeugs. Hey, wisst ihr noch, in welcher Folge ich Scheißzeugs gesagt habe? Könnt ihr mal unten in die Kommentare bitte reinschreiben, wo ich das Wort Scheißzeug zum ersten Mal gesagt habe. Das würde mich übertriebenst interessieren. Erde ist gerade voll aus dem Konzept. Zack. Also bitte, schreibt bitte unten in den Kommentar rein. Der, wo von euch weiß, würde mich, ich würde es voll hypen. Also ich würde mich voll freuen. Der als erstes herausfindet, wo ich das zum ersten Mal gesagt habe, Scheißzeugs.
zu Gravel, weil mir das immer auf den Kopf gefallen ist. Ihr wisst es doch ganz genau, die Leute, die dabei sind seit der ersten Folge. Gambler, play, versus Fabi. Ich hätte mir gedacht, ich mache vielleicht so ein Schwarz-Weiß-Video. Einmal mit einem bösen Fabi und einmal mit einem lieben Fabi. Aber das ist, glaube ich, keine gute Idee. Boah, ich kriege voll ab. Wir haben kein Holz mehr, wir haben kein Holz mehr. Das heißt, wir machen Feierabend. Feierabend, wir haben Erde. Boah, wie viele scheiße Pflastersteine wir haben. Kies. Ich habe kein Holz mehr. Manu. Vielleicht holen wir uns noch ein bisschen Holz. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Ich hatte noch ein bisschen Getreide. Aber leider nicht. Oh mein Gott, das ist eine Fledermaus. Ja, hallo Fledermaus. Ja, bringe ich dich um? Nö. Doch, nö. Kann sowieso nichts machen, ne? Ja, geil, unsere erste Fledermaus. Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie? Ist sie jetzt durch teleportiert? Ach, so scheiße. Apropos teleportieren. Ich glaube, man kann... Oh, oh. Ich glaube, da können eventuell Sachen durchteleportiert werden. Ich habe gerade einen Screenshot gemacht, weil ich gehofft habe, dass ich die kleine Fledermaus vor die Linse bekomme, aber das ist leider nicht passiert. Ich glaube, durch den Nether können jetzt andere Sachen teleportieren. Oh, scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Nicht nur ich kann da durch, sondern auch die Bösen. Die Bösewichte. Die Bösewichte, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh, da kommt noch keine Kohle rein, aber da. Ja, komm. Hau die da rein. Schöne Steine. Habt ihr gesehen, wir haben EPs bekommen. So. Ah, war das eine Geburt, sag ich euch. Lehm und Ziegel. Und da kommen auch Ziegel hin. Und das ist gut. Feuerstein. Oh man, Fabi. Sand. Ich weiß, ich doch. Weiß ich doch. Aber wir können ein bisschen Glas machen, wenn uns langweilig ist. So viel dazu. Ich würde sagen, ich hau jetzt ab. Warum ist da kein Licht? Warum ist denn da kein Licht? Ja, warum ist denn da? Ah, da kann man... Da kann man jetzt, glaube ich, nichts drauf. Doch. Na, das sieht ja blöd aus. Das sieht ja beschissen aus. Warum sagt denn niemand was, dass es beschissen aussieht? Genauso wie da sieht es auch beschissen aus. Warum haben wir da? Da können wir... Oh. Naja. So viel dazu. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Ich gehe jetzt schlafen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer lieber Fabi. In diesem Sinne, adios amigos, muchachos. Es wird doch gerade Nacht, oder? Da geht doch die Sonne auf. Da geht die doch unter. Naja. Gute Nacht um 8. Bis zum nächsten Mal. Euer Fabi, alias Gambler Play. Ciao, ciao, Kakao.